Der Pferdefreund grüßt euch von der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Nein! Hans, immer was sagen. Ja. Jetzt wird er eingespannt im Sulki und gucken, dass alles sitzt und alles stramm ist, weil jeder Fahrer oder jeder Trainer guckt hinterher nochmal nach, ob alles stimmt. Dann fährt er erst raus mit dem Pferd. Es gab früher einen Weltmeister oder der beste Trainer Deutschlands. Das war der gewesen, der, wer ist er, von Berlin, der Gerd Krüger. Der ist nie aufgestiegen, wenn er nicht selber alles geprobt hat. Ja. Und so machen wir das auch. Schüssel, hast du ein bisschen weiter durchgeschoben? Ja, hier, eins, drei Hände ohne Spitze. Ohne Spitze drei? Ja. Ja, dann, ja. Das ist gut. Heinz, das Maß, was ihr gerade gemacht habt, bedeutet doch nur, dass der Wagen oder der Sulki genau in der Spur läuft, ne? Ja, das ist zwischen Geschirr und Sulki. Da messen wir mal ab, der eine ist ein großes Pferd, der kriegt mehr Platz, und der andere Pferd geht mehr nach vorne. Damit dann alles stimmt. Aber dann wird das genau abgemessen, dass der Sulki nicht schief läuft oder das Geschirr sich schief zieht. Ich mache da nur den Dingerzirkel auf, ne?